Angola, Rwanda, Nigeria, Morocco, Tunisia und Ghana. Ich bin Meine lieben Damen und Herren, willkommen wieder bei uns. Wir sind wieder mal Afrika TV auf Okto TV. Und äh, dieses Jahr, 20 2020, ist ein Jahr, und dass wir auch Vision 2020 uns gemacht haben. Und diese Vision in unserem Programm jetzt werden wir Dinge bringen. Dinge bringen die Visionen, die Visionären. Dann helfen wir denen, bei uns ihre Träume zu erreichen. Aber wir auch sind wir jetzt in diesem Jahr mehr in Afrika, nach Afrika unterwegs. Entweder Konzepte, Spezialkonzepte, Entwicklungskonzepte nach Afrika exportieren oder Konzepte aus Afrika nach Europa zu importieren. Und deswegen suchen wir nach Konzepten. denen die uns anschauen, die glauben, ich habe etwas Besonderes, das ich für Afrika anbieten kann. Oder ich habe etwas Besonderes, in Afrika nach Österreich anbieten kann. Die Adresse, bitte melden äh, bei uns. Und wir sind da, um gerade 2020 eine Vision zu entwickeln. Und deswegen sucht schnell, schnell nach Senegal oder Österreich. Dann begegne ich eine Lady und diese Lady kenne ich seit Jahren, in der Zeit, wo wir über Senegal berichtet haben. Und bist du Senegalesin überhaupt? Ich habe sozusagen beides in mir. Eine Hälfte Österreich und eine Hälfte Senegal. Also erzähl, ja. dir, wer bist du denn? Genau. Ja, mein Name ist Anna Job. Ähm, ich bin äh, seit gut 20 Jahren zwischen Senegal und Österreich hin und her unterwegs sowohl beruflich als auch familiär. Mein Mann kommt aus dem Senegal ursprünglich, lebt jetzt auch schon seit 15 Jahren fast in Österreich. Und genau, so leben wir zwischen den Welten. Und du bist heute aber angeladen, natürlich weil du senegalo senegal Austro-Senegalesin bist, aber besonders weil wir in diesem Jahr, wir suchen nach Menschen, die Visionen haben nach Menschen, die Konzepte haben und du hast Fair Labels genau. als Konzept. Mhm. Kannst du uns darüber erzählen? Genau, Fair Labels ähm, ist ziemlich genau vor einem Jahr entstanden, die Idee. Also heute kann man sagen, ist der Geburtstag, ja, einjähriger Geburtstag. Und ähm, die Idee ist eigentlich simpel. Also Fair Labels ist eine Plattform für afrikanische Designer, Designerinnen, aber auch Unternehmer und Unternehmerinnen die sehr hoch, qualitativ hochwertige Produkte haben, aber sozusagen nicht die Möglichkeiten haben, diese auch zu exportieren, also auf den internationalen Markt zu bringen. Und ähm, ich habe das sozusagen erkannt oder gesehen, da gibt es sehr viel Potenzial, Talente, die noch im Verborgenen liegen. Und diese will ich einfach auch zeigen und sozusagen diese Brücke bilden, damit... Äh, die Produkte, aber auch die Designerinnen sozusagen äh, international auch bekannt werden. Meine liebe Damen und Herren, in diesem Jahr 2020 hat Radio Afrika TV auch sich auch das Ziel gegeben oder sich als ähm, Motto gegeben, dass wir Entwicklungskonzepte fördern. Und deswegen. Es sei es das Entwicklungskonzept in Afrika sein oder das sind Entwicklungskonzepte, die wir nach Aus äh Österreich bringen. Mhm. Also ist das dein Konzept im Entwicklungskonzept? Genau, also ich möchte einen anderen Ansatz verfolgen. Du weißt es besser als ich, Afrika. Man spricht über Armut, Kriege, Krankheiten, Katastrophen. Aber das ist nicht das Afrika, das ich kennengelernt habe und auch nicht das du kennst und viele andere. Es gibt nämlich das Afrika der Potenziale, der Talente und das wird sehr wenig gezeigt. Und das ist eigentlich sozusagen meine, mein Antrieb, dieses Projekt ähm, hier zu bringen und weiter zu fördern, dass ich sage, es geht nicht um Hilfe. Ähm, die Designerinnen, mit denen ich arbeite, sind nicht arm, kann man nicht sagen, äh, sondern sozusagen, da gibt es Potenziale. Und diese Potenziale sind mit strukturellen Hürden konfrontiert. Ähm, aber sozusagen in der Zusammenarbeit, nämlich auf Augenhöhe, äh, schafft man es, diese Hürden zu überwinden. Und Gut, dann äh, gehen wir zurück in der Vergangenheit, dann fragen wir uns, wie ist die Idee entstanden? Ja, das ist äh, ganz interessant, denn ich habe nie irgendetwas zu tun gehabt mit Handel, Design, Mode. Also das ist etwas für mich ganz Neues. Und die Idee ist eigentlich entstanden in einem Gespräch mit einem sehr guten Freund von mir. Ich war in Dakar für eine Woche auf Besuch und der tickt ein bisschen so wie ich. Wir überlegen uns Projekte, was könnte man tun, wo kann man aktiv werden. Und er hat gemeint, na ja, was super läuft, sind Container, die man von Europa nach Afrika bringt mit Secondhand-Ware und das läuft super. Dann habe ich gesagt, ja, es, sicher läuft das, also das wird sicher gut angenommen, aber es bringt dem Land de facto nichts. Ähm, und mich würden Projekte interessieren, die sozusagen auch einen Mehrwert schaffen, nämlich für mehrere Leute. Und, ähm, da ist das Gespräch dann beendet worden und am Tag meiner Abreise stehe ich am, am Flughafen in Dakar, ganz neuer, wunderschöner Flughafen. Der neue, gell? Genau, mit yeah. einem Geschäft, das es dort gibt, Made in Africa. Und ich hatte noch ein bisschen Zeit und denke mir, na, da schaue ich ein bisschen, was es so gibt. Und dann sehe ich die ersten Produkte und, äh, und habe mir gedacht, genau das ist es. Das sind Produkte, die nicht bekannt sind, die qualitativ super verarbeitet sind, mit den Stoffen, die, die eigentlich ja, jeder lieben muss, weil sie so farbenfroh sind und so weiter. Ähm, und ich will wissen, wer da dahinter steckt. Wer macht denn diese Produkte? Und ich will, dass die Leute, die das können, die dieses Talent haben, auch vor den Vorhang kommen. Also das heißt, wir, haben, wir stehen vor einem, einem Gedanken, dass du Holzprodukte nach Europa aber mit Menschen nicht. Genau, also natürlich hole ich jetzt erstmal die Produkte, aber die Menschen, die dahinter stehen, äh, bekommen sozusagen eine Bühne. Das heißt ja, die werden dann auch bekannt. Ich, ich sage ja nicht, dass sozusagen ich die Produkte gemacht habe und ich verkaufe sie nur, sondern ich sage immer dazu, wer hat das produziert, unter welchen Bedingungen und so weiter. Und ich habe auch ähm, gehört, dass du nicht nur mit Senegal arbeitest, sondern mhm. hast du vor, dann Konzepte mit den anderen Ländern zu erweitern? Genau, also das ist nicht auf Senegal beschränkt, das soll offen sein für ganz Afrika. Also alle Designer oder Unternehmer, die sich angesprochen fühlen, können gerne Kontakt aufnehmen. Wir haben eine Designerin jetzt an Bord, die sowohl in Senegal ist als auch in Burkina Faso, weil sie ursprünglich also aus Burkina Faso stammt. Und ja, das ist eine schöne Sache, ich möchte auch die Vielfalt zeigen. Es gibt ja nicht nur die eine Sorte Stoff in, in, in Afrika oder die eine Sorte Tasche oder diverse Produkte also es gibt eine immense Vielfalt und das möchte ich ja auch darstellen gibt es Unterschiede aber viele Leute glauben in Afrika Afrikanerinnen sind wir dieselbe und Kleidungen sind auch selber oder so gibt es Unterschiede ähm, zwischen den Ländern ja es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Ländern gerade bei den Stoffen das haben wir auch jetzt schon in unseren Kollektionen also wir haben aktuell vier Designerinnen an Bord die eine verarbeitet eben diese sozusagen bekannten afrikanischen Bugsprints, die ja ursprünglich gar nicht aus Afrika kommen, sondern aus Holland. Eine weitere Designerin verarbeitet handgewebte Stoffe und andere wieder den Bogolan, der aus Mali kommt, der wieder ganz anders ausschaut. Also Wir haben gut verstanden, dass du eine Plattform, einen Markt, für afrikanische Designerinnen ähm, suchst oder entwickeln willst. Mhm. Also du willst äh, eine Präsenz von afrikanischen Produkten oder Designerinnen machen. Äh, ist es Business oder ist äh, es man kann sagen, es ist Social Business, Social wie man so Business. schön sagt. Ja. Also natürlich ähm, muss es kostendeckend sein, beziehungsweise die Zeit und die Energie, die ich investiere, ähm, ist sozusagen auch etwas wert. Und ich sage immer, so fair wie ich mit meinen Produzentinnen bin und mit den Designerinnen, so fair bin ich auch mit mir selbst sozusagen, äh, dass ich sage, ähm, es ist ja auch keine Hilfstat. Wie gesagt, es ist keine Entwicklungshilfe, sondern es ist. Zusammenarbeit auf Augenhöhe für sozusagen alle, die beteiligt sind, zum Vorteil aller sozusagen. Gut, na na. Hast du schon den Markt gefunden oder bist du noch immer noch auf Forschung? Also ähm, aktuell ist es so, dass wir 2019 schon auf vier Märkten waren, also in ähm, Wien und in Linz, ähm, und wir haben den Online-Shop. Fertiggestellt, was gar nicht so einfach ist, weil jedes Produkt ein Einzelprodukt ist, sozusagen jedes Produkt auch einzeln fotografiert werden muss. Und 2020 werden wir in alle Bundesländer gehen, das heißt St. Pölten steht an, Salzburg im April, Innsbruck im Mai und Graz im Juni. Und wieso kontaktierst du große, große Shops wie C&A oder keine Ahnung? Machst du das? Ja, also C und A, glaube ich, steht nicht so ganz in der Linie mit meinem, mit meinem Projekt. Nein, nein, das war aber, ja nur ein Beispiel. Ob ähm, du mit bestimmten großen ähm, Hand, äh, Kleider. Ja, also im Moment noch nicht. Und zwar aus dem Grund, dass die Produkte, wie gesagt, Einzelprodukte sind und nicht maschinell gefertigt werden. Das heißt, es kann auch nur eine bestimmte Anzahl an Produkten auf einmal geliefert werden, was jetzt natürlich für einen Großhändler nicht interessant wäre. Aber was durchaus möglich ist, sind Kooperationen mit kleineren Shops, kleineren Händlern, so Pop-up-Stores, wie man es kennt, ähm, ja und sozusagen unsere Marktpräsenz. Also auch deine, auch deine Kontaktpartners unten sind die kleine designerinnen nicht große die genau ja das sind keine bekannten marken noch nicht das sind einzelne leute manche designerinnen produzieren selber andere entwerfen nur die stücke und lassen sie von schneidern nähen also das ist sehr unterschiedlich aber es sind immer kleine strukturen wenn es keine geheimnis ist ja nach einem jahr kann man schon evaluieren sagen ja ein bisschen geld ist äh, reingekommen oder da bist du noch beim Ausgeben? Oder? Ja, also aktuell habe ich äh, mehr investiert, aber es, ist, es hält sich im Rahmen. Also es ist so, dass ich sozusagen meine Kosten ungefähr decken kann. Äh, meinen Zeitaufwand, der ist noch nicht abgegolten, aber... Aber die Partner ähm, unten bekommen was? Genau, also die Partner unten bekommen die Preise, die sie mir sagen. Also es ist auch so, dass alle Produkte, die jetzt schon hier sind in Österreich, die sind ja auch schon sozusagen abgegolten Wer's bei den fixiert, Partnern. Die, die Preisen unten? Die Preise sagen mir die Designerinnen selber. Hm. Und sofern er nicht äh, realitätsfern ist, also sofern die Preise so sind, dass ich sagen kann, den kann ich auch in Österreich vertreten, äh, gehe ich diese Preise auch ein. Also ich, ich äh, mir ist wichtig, dass ich einen fairen Preis bezahle. Mm. Und den fairen Preis bestimmen die Designer, außer es ist für mich wirtschaftlich. Sag nicht mal möglich. zum Beispiel diese Tasche, dass das du jetzt gerade hast. Ja. Wie, wie viel kostet? Ungefähr? Also das ist tatsächlich noch ein Prototyp. Den <laughs> habe ich jetzt äh, mal ein Stück bestellt, um die Qualität zu testen. Ähm, und du möchtest wissen, wie viel das kostet. Ja, jetzt, ich will wenn schon ähm, vergleichen mit anderen. Taschen, die von unseren Frauen schon. Okay, schenken. also würdest du das jetzt deiner Frau äh, kaufen, würde diese Tasche 65 Euro kosten. Und du, wie lange hält die Farbe? Die Farbe hält dann. Ähm, Ewig? Naja, die Farbe, äh, du wirst die äh, Tasche wahrscheinlich mhm. nicht in der Waschmaschine waschen. Sondern? Ähm, ich würde sie imprägnieren, damit der Schmutz abgewiesen wird. Und wenn du sie pfleglich behandelst, so wie andere Handtaschen auch, dann hält auch die Farbe. Also die wird jetzt nicht abgehen. Und ja, dann hast was jetzt gehen wir direkt in deine Produkte. Was bietest du bis jetzt? Was ja. hast du? Die genau. Paletten von deinen Angeboten. Also meine ersten Produkte es waren oder sind von der Designerin Madame Dakar, die in Dakar. Ist natürlich. Ähm, und das war auch der Renner bei der Crowdfunding-Kampagne, mit der wir gestartet haben. Das sind die ähm, Weekend-Bags, mhm. die man sozusagen für den Sport oder kurze Wochenendtrips ähm, verwenden kann. Ähm, das ist dieses Modell oder auch äh, ein Modell ohne dem Schultergurt. Genau, ich habe auch so eine Tasche und verwende sie sehr gern, so für den Sport. so ist eine gute Größe. Aber das sind nur Taschen oder was? Im Moment, im, im Gesamtsortiment meinst du? Mhm. Genau, im Moment sind es Taschen, aber auch Geldbörsen und so kleinere Täschchen. Aber ich habe jetzt auch neu begonnen mit einer Kooperation mit einer Kosmetikfirma, also Naturkosmetik, wiederum aus dem Senegal die vor Ort hergestellt wird und das ist sozusagen dann eben auch um das abzubilden, es geht nicht nur um Mode, sondern es geht um sämtliche Produkte, die Afrika zu bieten hat, die vor Ort hergestellt werden und auch sozusagen ethischen und ökologischen Standards entspricht. Aber auf dem Flipshop wir sehen mehr äh, die Stoffe auch, die sind nur die Stoffe für die Taschen oder kann man schon auch Kleider, Kleiderstücke auch anbieten? Also, ich könnte natürlich schon Kleiderstücke anbieten. Ähm, Im Moment hat sich äh, sozusagen das noch nicht ergeben, weil die Designerinnen, mit denen ich im Moment äh, arbeite, eben die Taschen produzieren. Ähm, mit Kleidung zu starten ist auch ein bisschen aufwendiger, weil du brauchst eine gewisse Anzahl an Größen, verschiedene ähm, Modelle und so weiter. Also, das ist sozusagen als Einstieg war, das, war jetzt die, die Kleidung nicht das Erste, was sich geboten hat. Aber in Zukunft. Ähm, bin ich, bin ich, wie gesagt, offen. Hast du einen Shop für. oder du machst du das von zu Hause? Ich mache das von zu Hause aus, eben online und auf den Designmärkten. Hm. So meine liebe Damen wenn man solche Fragen hört, man denkt, warum haben wir überhaupt uns an diese Dame interessiert? Besonders haben wir an dich, uns an dich interessiert, weil wir sehr oft die Erfahrung haben, Produkte aus Afrika schwer hier in Österreich oder in Europa anzubieten sind. Mhm. Und da kommen wir zu jemanden, der glaubt, es wird doch gehen. Mhm. Und wie bist du warum bist du überzeugt? Ich glaube, dass ich wenn ich für eine Idee brenne, dass das einfach funktioniert und dass ich wenn ich genug, genug Leidenschaft hineinstecke, und weiß, an welchen Punkten ich ansetzen muss, dass es dann durchaus funktionieren kann. Was ganz wichtig ist bei Afri afrikanischen Produkten, aber auch Produkten generell im Handel, ist einfach die Qualität, dass die Qualität stimmen muss. Und das ist auch etwas, was natürlich durch die Distanz äh, und dadurch, dass es Einzelstücke sind, auch schwieriger ist sicherzustellen. Das heißt, da muss man schon sehr genau hinsehen und äh, sehr eng mit den Partnern kooperieren, damit das auch klappt. Ein anderer Grund, warum wir auch dich angeladen haben, ist äh, unsere Vision hier beim Radio Afrika. Eine neue Art von Entwicklung, Zusammenarbeit. Äh, wir gehen davon aus, alleine eine Zusammenarbeit, eine fair Zusammenarbeit erreicht. Also das heißt, ähm, deine Gedanken ist auch nicht unbedingt wirtschaftlich, sondern auch du glaubst, wenn du mit den Leuten unten kooperierst, gibt es eine Win-Win-Situation. Mhm, genau, so Der ist. Uns wie ist win win ist. Naja, insofern ist es Win-Win, weil ich prinzipiell schon auf Augenhöhe agiere und mit den Designerinnen in den Dialog trete und sage: Ich habe dir das anzubieten, ich kann deine Produkte mitnehmen und jetzt mal in Österreich oder über, über die Online-Plattform europaweit vermarkten. Ähm, und, und sozusagen, dann wird man sehen, wie man zusammenkommt. Also, das ist. Ähm, es ist nicht so, dass ich äh, eine Hilfe anbiete, sondern das ist äh, ein gegenseitiges äh, Zusammenarbeiten. Ja. Das ist, äh, was du Zusammenarbeiten nennst. Ja? Ja, ja. Aber äh, soll ich anders sagen, äh, dass wir kennen uns, ja, deswegen nee, niemand soll es sich finden, dass wir uh, uns dozieren. Ähm, Dass Diese Liebe zu Afrika, der Afrika-Design und -Mode, hast du dadurch ähm, erworben, weil längst mit afrikanischen... Mann lebst oder vorher warst du auch Afrika-Liebe? Ähm, gut, die Liebe zu Afrika hat begonnen, als ich 15 Jahre alt war. Und es war recht interessant, weil es war nicht Liebe auf den ersten Blick, <laughs> sondern mit 15 war ich mit meiner Mutter unterwegs und ich war wenig interessiert, sagen wir so. Ähm, und ich habe dann meinen heutigen Mann kennengelernt als Freund, der mir... Das richtige Afrika gezeigt hat. Also, sozusagen, abseits von den Tourist Guides und von touristischen Zielen, hat er mir einfach gezeigt, wie das Leben dort läuft. Und so hat sich die Liebe zum Land entwickelt und später dann sozusagen die Liebe zum Mann. Also, das heißt, du hast. <laughs> das ist aber schön und die Schönheit. Das heißt, viele von Österreicherinnen, Österreicher, die Business mit Afrika überlegen, sehr oft auch große Businessmänner, Uh, sagen sie, wir wollen nicht, keine Abenteuer mit Afrika zu machen, damit wir nicht unsere Geld verlieren. Mhm. Uh, und du gehst davon aus, dass du deine Geld nicht verlierst. Uh, also wer berät dich? Ich habe den besten Berater, den man sich vorstellen kann zu Hause, Mein Mann natürlich. Wir sind ein eingespieltes Team und ähm, er ist ja auch der, der mir die Sprache beigebracht hat, Wolof eben und der auch sonst, wenn ich mich mit ihm austausche, gibt er mir einfach die einen oder anderen Hints und Tipps. Hallo, liebe Anna. Ich glaube, wir sind fast am Ende von unserem, unserer Sendung. Bei uns machen wir keine Werbung. Ja? Mhm. Aber wenn du in diese Kamera anguckst, dann guckst du dort und dann erzählst uns, was ist deine Ziel und was du erwartest von unseren Zuschauer/Zuschauerinnen. Okay. Ja, vielen Dank. Also, wie gesagt, Fell Labels ist die Plattform für afrikanische Designer und Designerinnen, aber auch Unternehmerinnen, ähm, die ihre Produkte in, äh, auf internationalen Märkten vermarkten können, durch unsere Unterstützung, durch unsere Zusammenarbeit. Und äh, wir haben schon einiges geschafft im letzten Jahr, jetzt gilt es nochmal mehr bekannter zu werden. Äh, das Projekt so darzustellen, wie, wie wir es möchten, und ja, auch mit eurer Hilfe dann das Projekt weiter voranzutreiben. Und ich freue mich schon darauf ähm, und freue mich auch darauf, wenn ihr mich auf dem einen oder anderen Markt besucht. Äh, die Website ist www.fairlabels.net und dort findet ihr auch die Termine, aber auch den Online-Shop zum Beispiel. Vielen Dank. Und ähm, wir freuen uns, dass, dass du uns über die Entwicklung informierst. Und für Sie, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, wie gesagt, habe Radio Afrika TV dieses Jahr ist unterwegs nach Afrika und werden wir auch unsere Sendungen, weil Anna, hast du gewusst, deine Sendungen wird in der Zukunft auch in Afrika. Ja, super. werden. Ja, super. Und das ist was Neuigkeiten, mhm. äh, dass ich ankündigen kann. Aber gleichzeitig, aber wir sind ähm, mit Konzepten unterwegs. Erste Konzepte sind wir mit dem Wasser in Kamerun. Und äh, freuen wir uns, dass äh, nach dem Wasser sind wir im Design. Also vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke auch und, für die Antwort. Äh, liebe Grüße an Senegalesen. Ja. und äh, Aber eine andere gute Nachricht nach dem Kamerun ist Senegal unser Schwerpunkt Super, danke. Also es war nett, meine liebe Damen auch uns zu gucken. Bleiben Sie auch uns treu und schalten Sie immer, wenn es Afrika TV heißt.